Schönen guten Tag und herzlich willkommen bei Let's Play Deus Ex Human Revolution. Wir müssen jetzt schauen, wie wir an diesem Wachroboter vorbeikommen. Beziehungsweise an der Kamera, die gerade auf uns drauf hält. Warte mal. Ja, da ist eine Kamera. Das ist allgemein nur eine Timing-Frage. Und da ich es mit Timing absolut nicht habe, wird das wohl eine kleine Herausforderung. So, jetzt kommt der Roboter zurück. Die Kamera dreht sich dann leider auch, ja. Ist alles ein bisschen ungünstig. Da drüben müssen wir hin. Aber hier gibt es keinen Durchgang oder so. Nee. Sehe ich jetzt spontan nicht. Okay. Upp. Vielleicht klappt das so. Ich hoffe nur, dass der Roboter hier nicht reinfährt. Weil dann bin ich officially fucked. Uff, was war das? Ist gerade meine Notebook-Tasche umgefallen, hatte mich schon ein bisschen... Oh, Gott sei Dank. Okay. Ja, ich weiß, da war noch ein Raum mit dem Computer, aber das ist mir alles ein bisschen zu riskant gerade. Wie schaut es denn hier aus? Da drin ist einer, unten ist einer, drüben ist einer. Okay. Also hier drin ist der, ja. Das ist doch mal ein guter Punkt, um zu speichern. Und meinen fetten SWAT-Move auszupacken. Also ich weiß nicht, ob das Teil SWAT-Move heißt, aber... Also offiziell. Nur in Splinter Cell hieß es so. Oh Gott. Falls sich noch jemand an Splinter Cell Pandora Tomorrow erinnert. Deswegen nenne ich das hier einfach auch mal SWAT-Move. Komm her, komm her. Das siehst du doch, komm. Er sieht's halt nicht. Aber eine Kamera hat's gesehen. Na, schöne Scheiße. Ja, ich weiß auch ganz genau, welche Kamera das war. Aber zu. Kommt der andere jetzt angelaufen hier? Also so schlecht wäre das jetzt nicht, wenn die alle hier extra herlaufen würden. Könnte ich die, wenn es gut läuft, alle nach unten, also so einer nach den anderen ausschalten. Aber so wie ich mein Glück kenne, wird das leider nicht so funktionieren. Ja, jetzt sind sie einfach nur aufmerksam, aber ja, komm, tun sie auch nicht. Ja gut, aber so schlimm ist das jetzt nicht. Der hat nichts dabei. Okay, das sollte doch machbar sein. Ich warte, bis der Kerl da drin nochmal umdreht und dann packe ich mir den von hinten. Und dann kann ich mir hier drin mal diesen Raum anschauen. So, das könnte meine Chance sein. Ja. Okay, ich habe gedacht, hier gibt es direkt einen Durchgang, aber scheinbar doch nicht. Aber das macht nichts. Wenn sich keiner dafür interessiert, was ich mache, dann hacke ich mich doch einfach hier mal schön ein. So. Zugriff gewährt. 50 EP mehr, nicht schlecht. So, Roboter deaktivieren. Schütze. Wie gesagt, das ist so ein Punkt. Man kann natürlich auch Roboter nutzen, um Gegner auszuschalten. Aber gebetsmühlenartig wiederhole ich mich da. Ich möchte, wenn es möglich ist, keine Gegner töten. Mhm.
Also den Roboter haben wir schon mal ausgeschaltet. Unten ist... Naja, unten sind drei unterwegs. Dann würde ich ehrlich gesagt gerne nochmal den einen Typen hier oben ausschalten. Müsste jetzt gleich kommen, oder? Nö. Okay. Dann machen wir das eben so. Da ist er. Kipp endlich um. So. Ist ja doch alles ganz einfach. Standardgewehrmunition. Zwei Schuss. Ich möchte mal sehen, wie der mich mit den zwei Schuss erwischt hätte. Ja, wahrscheinlich wären die zwei Schuss halt instant tödlich gewesen. Okay. Ich habe jetzt vorhin das rausgefunden. Ich habe ja den Director's Cut extra gekauft. Was allgemein ein bisschen absurd ist, weil ich habe jetzt schon seit irgendeinem Steam-Sale, ich glaube seit dem Herbst, seit dem Halloween-Sale 2013 habe ich mir Deus Ex Human Revolution gekauft und bin seitdem auch nicht dazu gekommen, das Spiel zu spielen. Und jetzt habe ich mir überlegt, als ich mir überlegt habe, ein Let's Play draus zu machen, habe ich dann herausgefunden, dass es den Director's Cut gibt, der eigentlich viel besser ist. Und den habe ich mir dann spontan im nächsten Sale, dann irgendwie im Sommer-Sale, dann auch nochmal geholt. Was den Effekt hat, dass ich jetzt zweimal Deus Ex habe und eins, nämlich die Originalversion, halt niemals spielen werde. Ja. Man könnte jetzt von Verschwendung reden, aber im Prinzip unterstütze ich ja auch die Entwickler damit, also habt da ein bisschen Mitleid. Okay, was haben wir denn gefunden? Der neue Code für die Waffenkammer ist 1980. Okay. 1980. Kann man sich ja merken, beziehungsweise muss man sich nicht merken, weil das ja schon automatisch angezeigt wird. Nee, aber um zu meinem Punkt von vorhin zurückzukommen. Das Geile am Director's Cut ist, das habe ich jetzt auch erst erfahren. Oh, Maschinenpistole brauche ich nicht. Das Coole daran ist auf jeden Fall, dass man den DLC, Missing Link heißt der, glaube ich, dass man den schon drin hat. Das heißt, der ist auch integriert in der eigentlichen Kampagne. Das heißt, dass die Kampagne, also die eigentliche Story, halt nochmal so um 5-6 Stunden länger ist. Deswegen, ich hatte eigentlich schon gedacht, ich wäre relativ weit, aber scheinbar... Also ich habe mich jetzt nicht spoilern lassen, was die Story angeht. Ich habe nur mal so ein bisschen geschaut, wie viele Levels es denn gibt. Scheinbar ist doch noch einiges vor uns. Also kann man sich durchaus drauf freuen. Ah, schon wieder Französisch, Leute. Ich lese das nicht mehr. Unsere Rolle. Hallo. Angesichts des ziemlich hektischen Tagesgeschäfts verliert man leicht unseren eigentlichen Job aus den Augen. Deshalb nochmal zur Erinnerung. Meinungen und Emotionen können durch die Medien beeinflusst werden. Eine Menge... Okay, das habe ich schon mal gelesen. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich lese hier einfach nur Spam-Mails. Also das... Okay, das könnte jetzt eine relevante Mail gewesen sein, aber... Teilweise habe ich schon mal den Eindruck, dass das, was ich lese, dass es nicht so wirklich relevant ist. Okay, Laser? Sind das Laser da unten? Ich nehme mal an, oder? Nee, sah nur so aus. Oh, da ist eine Kamera, okay. Okay. Oh, das wird knapp. Der kommt. Wenn der jetzt hierher kommt, habe ich ein Problem. Okay, nochmal gut gegangen. Aber der vielleicht. Das Blöde ist, dass die Kamera das immer sehen würde, wenn ich die Jungs ausschalte. Ich würde mich jetzt gerne dann an ihm vorbeischleichen, aber das ist gerade nicht möglich, wenn die Kamera drauf hält. Erwische ich dich nicht. Blöde Kamera. Ja, was schaust du denn hier so blöd? Wie mache ich das jetzt am dürfsten? Ah,
Also Gegner ausschalten ist ja schon mal keine Option. Ey, ich hasse die Kameras. Mich kotzt es auch ein bisschen an, dass ich die nicht ausschalten konnte. Komme ich irgendwie rüber? Ach man. Wer hat mich denn jetzt... Ach, die Kamera war es. Okay, ich wollte gerade sagen. Man hat ja öfters mal dieses akustische Feedback, wenn einem einer gehört hat. Wenn einen jemand gehört hat. Uah. Schlechtes Deutsch. Knapp war's. Sehr knapp. Ey, jetzt komm nicht zuerst hier rein, bitte. Okay, das wird die Kamera sehen. Hey, was ist passiert? Aber ich kann das, glaube ich, zu meinem Vorteil nutzen. Ich warte jetzt, bis die Jungs hierher kommen. Und dann schalte ich die eine nach dem anderen aus. Ja! Wieder abgehen. So einfach ist das. So, Problem gelöst, würde ich mal sagen. Jetzt, ich weiß, es wirkt ein bisschen sinnbefreit, die hierher zu schleppen, aber meine Hoffnung ist, dass ich die so ein bisschen außerhalb des Sichtfelds der Kamera bekomme. Dass die Kamera dann irgendwann auch mal aufhört, auf Alarmstufe zu sein. Wahrscheinlich bringt das jetzt nichts, aber ich bilde mir einfach mal ein, dass es was bringt. Ah, das bringt natürlich absolut nichts, wenn man gleich in die nächste Kamera reinläuft. Oh Mann. Hallo? Ja, dann kann ich mich hier auch einhacken, wenn ich jetzt eh schon entdeckt wurde. Ja, okay. Zugriff gewährt. Okay. Hey Ari, ich glaube, wir müssen die problematische Berichterstattung über den australischen Bürgerkrieg an höchster Stelle ansprechen. Die haben offenbar nichts aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt. Mit dem Standpunkt, den sie vertreten, gehen wir viel zu weit. Unsere Motive sind offensichtlich und die Berichte grenzen an Propaganda. Mit einseitiger Darstellung hat das nichts mehr zu tun. Ja, da stellt sich die Frage, ob Medien nicht allgemein oder, sag ich mal, im häufigen Maße Propaganda betreiben. Versteht mich nicht falsch, ich weiß, was unser Job ist, aber es muss doch noch dezenter gehen. Wenn wir so weitermachen, steuern wir auf ein ähnliches Fiasko wie beim zweiten Golfkrieg zu. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz guter Vergleich. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie sich sich von einer offiziellen Untersuchung nicht ein zweites Mal freikaufen können. Egal, melde dich bei mir, dann schnitzen wir für den nächsten Meeting eine spontane Lösung zusammen, Julian. Ich finde, das Spiel spricht schon coole Themen an. Das ist auch so die Macht von Medien und wie einseitige Berichterstattung praktisch Meinungen erzeugen kann. Was war das denn? Hallo? What the fuck, was war das denn? Hä? Hauptsache meine Batterien sind mal schön leer. Schöne Scheiße. Okay, ich habe mal gerade gespeichert. Was war denn das? War eine Kontaktmine oder irgendwie sowas in der Richtung an der Wand wahrscheinlich. Habe ich jetzt aber nicht gesehen. Ja, toll. Ja gut. Jetzt wissen hier leider hier unten alle Bescheid, dass ich da bin. Was? Alter! Oh boy. Oh boy, komm nicht um die Ecke, bitte. Oder komm doch um die Ecke, ist auch okay. Kann ich die Maschine auch so leicht ausschalten? Ja. Oh, das ist wahrscheinlich sehr wenig sinnvoll, oder?
Oh. Das hat's jetzt nicht gebracht. Na toll. Ja, schön. Oh Gott. Okay. EMP-Granate. Ich hab's gemerkt. Schade, dass man den... Oder vielleicht kann man den hacken? Das habe ich noch nie versucht. Kann man die Roboter hacken, wenn die so betäubt da liegen? Also, ohne mich jetzt festlegen zu machen, ich meine, das ging in den früheren Teilen. Schockmine. Minenmatrix. Okay, da bräuchte ich erstmal eine Granate für. Was macht denn die? Betäubt vorbeikommende Gegner. Okay, das sollte ich mir vielleicht mal merken. Aber das ist, glaube ich, so der Punkt, wo ich vielleicht auch mal drüber nachdenken sollte, große Geschütze aufzufahren. Ich frag mich, wer mich denn hier entdeckt hat. Er war es, aber... Okay. Ja, an den Computer komme ich nicht ran. Wird mich definitiv ausschalten, wenn ich es versuche. So, warten wir mal kurz auf den Roboter. Okay, wo ist das Geschütz? Wo ist das fette Geschütz hier? Ne, hacken kann man den nicht. Alter! Nachladen wäre vielleicht auch keine schlechte Idee gewesen. Oh mein Gott, Double Fail. Aber jetzt habe ich zumindest mal rausgehört. Ey. Oh Mann. Ich kann schon gar nicht mehr normal reden. Das war einfach nur schlecht. Oh Gott. Das ist so ein Ding. Da würde ich so ein Video sehen von so einem Let's Player. Wenn er das genauso macht wie ich würde mich, glaube ich, tierisch aufregen. Aber so blöd es klingt, wenn man kommentiert und dazu sowas macht, ist es nicht so einfach. Okay, das Wichtigste zuerst, nachladen. Oder einfach versuchen durchzurennen. Also erstmal schleppe ich den Typen da weg. Vielleicht schaffe ich es auch einfach irgendwie, genau, wollte ich gerade sagen, irgendwie an den Roboter vorbeizukommen. Weil scheinbar ist hier niemand anders mehr drin. Das sollte doch eigentlich ein Vorteil sein. Vielleicht kann ich den auch hier hacken. Ich sollte natürlich nur abwarten, dass ich nicht automatisch beim Hacken in seinem Schussfeld bin. Aber der ist... Ach, der kommt in den Raum gar nicht rein. Ja, okay, dann wage ich es doch mal. Ich finde es immer komisch zu sehen, wo ich denn gerade bin. Ich glaube, in der Mitte habe ich gestartet, oder? Ich hack mal so alles, was gerade geht. Okay, hacken. Nee, okay, dann... Dann machen wir doch lieber das hier. Was? Zugriff was? Verweigert. Das... Hä? Ich musste mehr... Okay. Habe ich mich wohl irgendwie gerade verschaut, weil... Ich hätte gedacht, das würde reichen, wenn ich... Ja, komm, 13 Sekunden noch. Ich habe gedacht, das würde reichen, wenn ich den äußeren Knoten aktiviere, aber scheinbar war das dann doch ein bisschen komplexer, da zu hacken. Oh Mann, das waren jetzt wohl die längsten 13 Sekunden meines Lebens. Okay. Jetzt schauen wir uns das erstmal an, bevor wir das ganz doof machen. Hahaha, es gibt nämlich zwei Enden, das ist das Problem. Dann würde ich mal sagen, mache ich erstmal die äußeren Knoten hier. Oh nee, nicht direkt, ja. Wurmstopp, komm. Zugriff gewährt. Ja, das hat sich mal gelohnt.
Habe ich zwar einen Wurm verschwendet, also verschwendet möchte ich nicht sagen, weil das war ja mal gut eingesetzt. Hat mich jetzt einen Wurm gekostet, aber das war es doch absolut wert, würde ich sagen. Und wir sind hier außen rum gekommen, ohne zu kämpfen. Das ist ehrlich gesagt fast am geilsten. Nee, den Computer ignoriere ich jetzt mal. Ich habe mich jetzt so ein bisschen beschlossen, auf Progress zu gehen, sprich mir nicht mehr alle Mails durchzulesen. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das und wenn nicht, dann könnt ihr euch natürlich im Comment-Bereich beschweren, dann werde ich wieder ein bisschen mehr Mails lesen, aber ihr habt's ja... MP-Granate, geil. Ihr habt's ja gesehen, also wirklich relevante Sachen standen da bis jetzt eigentlich fast nie drin. Ich hatte sowieso bei den Deus Ex-Spielen immer den Eindruck, dass das E-Mails-Lesen echt nur so ein Gimmick ist, was zwar cool ist und echt dazu beiträgt... Ah, schon wieder von der Kamera entdeckt worden. Was echt dazu beiträgt, die Immersion im Spiel zu fördern, aber im Endeffekt spielerisch brauchst du es nicht wirklich. Also ab und zu mal, um Passwörter zu bekommen, aber hey, ich hack mich überall rein. Das sage ich jetzt und ich verkack's dann wahrscheinlich schon direkt beim ersten Mal. Oh je. 30% ist echt nicht so gut. Okay, dann kann man auch in die Richtung gehen. 50% ist bewahrt. Ja, habe ich mir gedacht. Zugriff gewährt. Belohnung runtergeladen. Was ist das? 200. Ist das Erfahrung oder? Ne, das ist Geld. Okay, cool. Okay. Ich frage mich immer, wie lange es noch dauert, bis wir am Ziel sind. Das scheint jetzt das Ziel zu sein, aber... Schauen wir mal. Oh, Junge. So viel Munition an einem Fleck. Mir schwant nichts Gutes. Warum wähle ich das hier aus? Bin ich schon voll aufgeladen? Ne, 100 Schuss sind maximal dran, gell? Ich denke mal, dass wir die großen Geschütze bald brauchen werden. Aber sicherheitshalber... Ich frage mich auch, ob man End- oder Bossgegner stunnen kann. Ich glaube, das werde ich dann nämlich mal versuchen. Haha, hier hätte ich gar nicht lang gemusst. Also das wäre ein Alternativweg gewesen, okay. Auch nicht schlecht. Wie gesagt, Alternativwege findet man grundsätzlich immer, wenn man sie nicht sucht. Ja, ich befürchte, jetzt steht uns ein Bosskampf bevor. Deswegen würde ich sagen, wir machen hier nochmal einen Cut und sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Deus Ex Human Revolution. Bis dann.